Ich sitze gerade hier und denke mir, es ist die Zeit wert, dieses Video zu machen. Und genau das ist das Thema von diesem Video, dieser Content-Struggle, den man eben mal erlebt, wo man nicht weiß, was man tun soll und wo es in Zukunft weitergeht. Wir haben Feuer gemacht! Vielleicht geht es dir als Creator oder Menschen genauso wie mir gerade. Manchmal reicht der größte Funkenschlag nicht, um ein Feuer zu erzeugen. Man versucht und macht und tut, aber es will einfach nicht gelingen. Richtig, Zeitungspapier ist artig, nicht brennbar so schnell. Ein anderes Mal schafft man es, dass zumindest der Zunder ein bisschen klimmt. Das ist gut geworden. Ha, Junge, hab ich schon mal den Tag. Zack, hat funktioniert. Ja. Und manchmal reicht nur ein Funke, damit man Feuer und Flamme ist für ein Thema. Ja, nichts mache. Solange es Flamme gibt, brauche ich nichts machen. So ging es mir vor 3 Jahren. Ich habe ein Thema gefunden, ein Fußballmanager, Browser-Game, Online-Liga, bei dem ich wirklich sehr viel Spaß hatte. So, jetzt ein bisschen Rege. Wo ich gedacht habe, so, hey geil, darüber will ich Content machen. Und das habe ich dann auch getan. Ich habe wöchentlich YouTube-Videos erstellt. Das ist ein Profi, hey. Ich habe Tutorials erstellt und war 3-mal die Woche online auf Twitch. Näher an, Flamme. Ja, da sind wir nicht mal gekommen. Und die Community hat es super angenommen. Es entstand wirklich ein Verbund aus Menschen, die Bock hatten, dieses Spiel zu spielen und mit mir gemeinsam dieses Spiel zu erleben. Man braucht gar keine Inspiration. Man weiß schon, welches Video als nächstes erscheint und was man auf Twitch als nächstes tut. Aber ich habe mich letztes Jahr dazu entschlossen, kein Content mehr zu machen über Online-Liga. Ich habe versucht, verschiedene Themen mal aufzugreifen, Dinge auszuprobieren und Content zu produzieren. Aber so richtig hängen geblieben ist davon bisher nichts. Und genau das ist das Thema von diesem Video, dieser Content-Struggle, den man eben mal erlebt, wo man nicht weiß, was man tun soll und wo es in Zukunft weitergeht. Man nimmt verschiedene Themen, versucht, diese vorzubereiten und dann auch ordentlich... Das Gefühl gerade, das ich gerade habe, so bei diesem Video, das ich gerade aufnehmen will und da sitze und mir überlege, hey, wie präsentiere ich euch das am besten? Wie bringe ich euch das rüber? Wie kann ich euch das beschreiben? Das ist, ich sitze gerade hier und denke mir, ist es die Zeit wert, dieses Video zu machen? Ist es gerade wert, euch transparent zu machen, wie es mir gerade geht? Bringt es euch was? Bringt es mir was? Und genau das ist, glaube ich, das Thema. Das ist das, was mich gerade am meisten beschäftigt. Was bringt mir Content Creation? Was bringt mir YouTube und was bringt mir Twitch? Und ich weiß, was es mir bringen kann. Aber ich weiß auch, was es bedeutet, wenn es weg ist. Und das ist gerade das Thema. Es ist einfach krass, ne? Ich habe so viele Ideen, ich habe so viele tolle Sachen, wo ich einfach davon überzeugt bin, dass sie auch funktionieren können. Aber mir fehlt gerade der Schwung, mir fehlt gerade das, was ja, letztes Jahr, vorletztes Jahr noch der Fall war, wo ich gedacht habe, so, hey geil, jetzt machen wir das Video, jetzt machen wir das Video. Und es ging alles in einem Flutsch und ich sitze jetzt, keine Ahnung, eine halbe Stunde und versuche immer wieder dieses Video aufzunehmen und ich komme immer wieder raus. Und ich weiß nicht warum, weil eigentlich habe ich Bock auf das Video, einfach. Und eigentlich habe ich... ja, die Idee und ich weiß auch, was ich zeigen möchte. Aber irgendwie sitze ich gerade hier und zweifle an mir selbst und an diesem Video, ob das überhaupt sinnvoll ist. Ob das überhaupt Sinn macht, das jetzt überhaupt aufzunehmen. Und jetzt filme ich mich dabei sogar, wie ich struggle, das Video überhaupt aufzunehmen. Dabei macht es mir so viel Spaß. Wenn ich überlege, ich habe jetzt die letzten 2 Wochen Videos geschnitten für einen anderen YouTuber, wo ich gemerkt habe, das macht mir fucking Spaß, wo ich gemerkt habe, hey, ich kann wirklich gut Videos schneiden und ich weiß, auf was es ankommt und ich weiß, wie das funktioniert. Wenn ich vor 3 Jahren gedacht hätte, dass ich da bin, wo ich jetzt bin, da hätte ich mit den Ohren geschlackert. Und das ist so krass und ich krieg's aber gerade nicht auf die Kette, selbst ein Thema zu finden, über das ich mit euch reden möchte. Selbst ein Thema zu finden, wo ich Bock drauf habe. Und das ist ganz komisch, weil
das Gefühl kannte ich davor nicht. Ne? Das ist wie so, als ob die Muße fehlt, als ob irgendwas einfach fehlt, das in meinem Kopf sagt, hey geil, weiter geht's, nächstes Thema, nächstes Video. Und so sitze ich jetzt gerade hier und weiß nicht, was ich machen soll und weiß nicht, ob ich das Video überhaupt noch schneiden soll, ob ich daran arbeiten soll oder nicht. Das ist krass, ne? Und das ist wie beim Feuermachen. Ich hatte die Idee, mit den Funken das Ganze zu verbildlichen, eine Metapher zu schaffen, aber es ist wie beim Feuermachen. Und ich werde die Metapher jetzt auch benutzen. Manchmal da ist man einfach dran und macht und tut und es gibt einfach Feuer. Aber wenn man wirklich guten Content produzieren will, dann muss man vorbereiten. Da muss man sich das Holz schon vorbereiten. Da muss man schon sich den Zunder auch vorbereiten, wenn man nicht irgendwelchen kauft. Man muss auch den Feuerstart schon bereit haben. Man muss eine Stelle finden, an der man Feuer machen möchte. Und dann muss man einfach Geduld haben. Man muss Funken schlagen. Ich will was anderes machen, was? Der braucht momentan viel Hitze. So, so, raus. Ja. Und irgendwann glimmt dann der Zunder und dann muss man daraus noch schaffen, ein Feuer zu entzünden. Und genauso ist es mit Content. Nicht nichts machen, der brennt schon. Nicht bloß, ja. Wir brauchen nur Entzündung. Ja. Nach einem langen Probieren. Hat endlich funktioniert. Eine Feueransatz. Das kannst du wegnehmen. Nee, lass ihn drauf. Passiert ja nichts. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was mich am meisten so fuchst. Ich weiß, wie es geht. Ich weiß, ich kann mich gut vorbereiten. Ich weiß, ich kann wirklich, wirklich tollen Content produzieren, der andere mitreißt, wo auch mal kritisch ist, wo andere auch mal drüber diskutieren. Das weiß ich, dass ich das alles kann. Ich kann das Handwerk. Nicht so wie ein Professioneller, der dafür bezahlt wird und fest angestellt ist irgendwo. Aber für meine Dinge, die ich tue, reicht es eben. Und es ist sogar mehr als reichen. Es ist auch ein Level, wo ich sage, hey, damit bin ich echt zufrieden. Ich weiß, wie es funktioniert. Aber mir fehlt gerade das Thema, das ich damit behandeln möchte. Das ist echt krass. Und ich bin echt schon lange jetzt auf der Suche nach dem, was ich tun möchte. Wo sich mein Kanal hin entwickeln soll, wo sich mein Twitch hin entwickeln soll. Und ich weiß nur eins, Kabinengespräche, habt ihr vielleicht schon ein, zwei gesehen, sind das, was mir wirklich richtig Spaß machen, wo ich auch schon wieder in der Planung bin und schon in der Vorbereitung bin. Und ich weiß, die Videos werden wieder geil und ich freue mich da richtig drauf. Aber was mache ich in der Zwischenzeit? Was sind die Themen oder das Thema, das ich dann behandeln werde hier auf dem Kanal? Das ist das, was mich gerade so krass beschäftigt und wo ich nicht weiß, was da kommen wird. Mal schauen, ich weiß es noch nicht und ich hoffe, ihr könnt da ein bisschen mitfühlen und ich hoffe, euch geht es nicht so. Wenn es euch aber so geht, schreibt mir gerne unten in die Kommentare. Mich würde es wirklich brennend interessieren, was andere Creators oder auch Menschen in ihrem Leben ja so für Probleme haben, gerade in Bezug auf genau das, dass die Flamme am Leben zu halten beziehungsweise überhaupt erst einmal wieder eine Flamme zu erzeugen. Manchmal hilft es auch einfach nur, darüber zu reden oder zu schreiben. Von daher danke fürs Reinschalten, danke, dass ihr mir zugehört habt und vielleicht habt ihr euch wiedererkannt und oder vielleicht habt ihr daraus Inspiration gezogen, würde mich freuen. Vielleicht war was für euch dabei, wo ihr sagt, hey, genau so geht es mir auch. Da kann ich euch aber sagen, seid mutig und probiert euch aus. Was kann euch schon passieren? Und so sollte ich vielleicht auch denken, was kann mir schon passieren? Nichts. Wir haben Feuer gemacht. Muss nicht drauf.